So, Free, Partnerland 2017 ist Ägypten, da werden wir später noch ein bisschen mehr dazu sehen. Eine ganze Stunde lang gibt es Informationen über die wichtigsten Ansprechpartner, die es auf der Free so gibt, in allen verschiedenen Bereichen. Los geht's natürlich gleich mit einem kleinen Flightzeitmesse im Süden Deutschlands und verantwortlich dafür sind zwei Herrschaften, die ich Ihnen gerne mit vorstellen will, nämlich die Projektleiterin der Free, die Barbara Müller, und der stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Messe München, Dr. Reinhard Pfeiffer. Grüß Gott, die Herrschaften. Einer links, einer rechts, bitteschön. Wie immer, viele von Ihnen kennen das Prozedere schon, haben wir die zwei hier, weil sie uns ein paar wichtige Infos geben können, was ihr euch denn so alles ausgedacht habt. Und da ist natürlich das Allerwichtigste an der Geschichte, wie jedes Jahr, ihr habt euch was Neues einfallen lassen. Und zwar nicht wenig. Was genau? Ja, es ist ja nicht so, dass wir uns dann was einfallen lassen, sondern dass der Markt also einförmlich dazu führt, wieder Neues aufzulegen. Und ich glaube, das Sichtbarste, was es in diesem Jahr 2017 auf der Free gibt, ist eine zusätzliche Halle. Das sind immerhin 11.000 Quadratmeter, also ein Fußballfeld ist es. Und diese zusätzliche Halle ist die zweite Caravan- und Reisemobilhalle, die wir hier haben. Darüber freuen wir uns natürlich außerordentlich, weil das auch zeigt, dass unsere Messe den Boom, den es in diesem Bereich gibt, hier auch abbildet. Herr Dreckmeier wird nachher noch einiges dazu sagen. Das heißt, die Free wird größer, sie wächst, und wenn es mehr Hallen gibt, heißt das, es gibt automatisch auch mehr Fahrzeuge, oder gibt es nur für die, die da sind, mehr Flächen? Wie fühlt ihr es auf? Es gibt auch mehr Aussteller. Wir haben jetzt auf der Free in dem Bereich Caravan, Zelte und Reisemobile 150 Aussteller, das ist ein erheblicher Zuwachs. Wir haben über 60 Marken da. Das heißt, wer sich für das Thema interessiert, der weiß wirklich, was bietet der Markt an. Und wir haben 300 Fahrzeuge eben da, die man sehen kann. Also das ist vollgepackt, wir haben es ja gerade hier gesehen, ein Bild, das war die eine Karawane, und jetzt ist der zweite dazugekommen. Und es gibt sogar noch eine Campingwelt, die dazukommt. Das heißt, jeder nimmt sein Zelt selber mit und hat seine Heringe in die Boden. Das wäre ein bisschen schwer sein, wir haben einen Betonboden, also da braucht man viele Heringe. Aber wenn die dann kaputt sind, dann kann man sich das Zubehör auch auf der Free dann gleich kaufen. Da haben wir in der Halle D3 nämlich alles, was man braucht für Karawane, für Reise, Mobilreise, für Zeltreise, Zubehör. Und in der Halle D4 gibt es eine eigene Campingwelt. Das ist eine Sonderschau, die haben wir so gestaltet wie einen Campingplatz mit Kiosk noch dazu, dass wir hier auch atmosphärisch was hineinbringen. Dass derjenige, der zu Free kommt, sich für dieses Thema interessiert, dann auch nicht nur das Reisemobil, nicht nur das Zelt hat, sondern das Rundumangebot. Und es gibt noch etwas Neues. Also vor ein paar Jahren, da habe ich wahnsinnig gestaunt, hat sich die Projektleiterin dazu hinreißen lassen, eine Wasserstraße in eine Messehalle einzubauen. Unglaublich, ich habe mir gedacht, das geht immer schief, ist seitdem aber immer gut gegangen. Aber auch da, nämlich in der Halle A6, beim Wassersport, gibt es jetzt was Neues. Weil man muss ja, wenn sich sowas eingeschliffen hat, muss man die fantastischsten Sachen wieder neu erfinden. Was kommt da Neues?
im Wassersport gibt es ja auch ganz viele Trends, die wir hier in den oberbayerischen Seen auch im Sommer schon sehr stark wahrgenommen haben, nämlich das Thema Stand-Up-Paddling. Und das hatten wir letztes Jahr auf der Free erstmal als Trockenversion quasi und möchten das aber natürlich auch gerne auf einer Wasserfläche unseren Besuchern zugänglich machen. Und deshalb haben wir nochmal neu überlegt, was braucht man denn da an Wasserfläche auf der Kanuteststrecke, die wir, wie du sagst, jetzt 3 Jahre lang hatten, diesen 70 Meter langen Flusslauf, war das leider nicht möglich. Die ist immer voll, da ist immer Stau. Genau, und dann haben wir überlegt, wie machen wir das, weil wir wollen natürlich denen, die so fleißig Kanus und Kajaks ausprobieren wollen, jetzt auch nicht irgendwie enttäuschen. Und haben gesagt, dann brauchen wir 2 Wasserflächen, weil der Stand-Up-Paddler, der braucht einfach mehr Wassertiefe. Der hat ja hinten die Finne mit dran, wenn der dreht, ne, dann geht das ein bisschen runter und auch mit dem Paddel, der braucht also mehr Wassertiefe als der Kanute. Und haben uns jetzt entschieden, eine kleine Seenlandschaft anzulegen, also 2 Wasserflächen, die ineinander übergehen. Das heißt, ich kann auf einem See mit etwas mehr Wassertiefe Stand-Up-Paddling mir erstens anschauen, kann es aber auch selber ausprobieren. Also es gibt auch Trockenanzüge sogar, ich muss nicht mal fürchten, dass ich irgendwie nass werde. Ich kann Technikkurse dort machen zum Paddeln. Ich kann aber auch einfach mal zugucken, wie Yoga auf dem Board geht oder irgendwelche anderen Fitnessgeschichten. Das wird dort alles demonstriert auf diesem See. Und dann hatte ich, habe es gestern gesehen, so einen kleinen Überlauf, wie so ein kleiner Wasserfall quasi in den größeren See, in dem ist dann eine Insel. Und da können dann die Kanu-Begeisterten noch weiterhin Kanus testen und das ist dann zeitgleich möglich. Also da muss man dann nicht in die Seenlandschaft. Genau. Und das ist auch wieder so gartenbautechnisch angelegt mit Kiesufern und Stegen und Bäumen und Sträuchern. Also gestern war es gerade fertig, also schaut super aus und ich hoffe, dass viele auch mitmachen. Füllen wir es mit nackten Zahlen auf? Wie viel Seefläche gibt es dann da? Wie viel, also ich glaube, in der Fläche her sind es 1200 Quadratmeter Fläche an sich und es sind 314.000 Liter Wasser, die da drin sind. Wir haben es mal umgerechnet in Badewannen. Ich glaube, so die handelsübliche Badewanne hat 150 Liter, dann müssten es 2100 Badewannen sein, die man da einfüllen könnte. Ja, und es mag auch dieses Mal hoffentlich nichts passieren und alles trocken bleiben. Man kann aber geht hervorragend. Der Pfeiffer, die Free wächst, und zwar nicht nur im Caravan-Bereich, sondern wenn wir in die Halle B3 gehen, also auch in den C-Hallen wächst die Free nämlich, da gibt es die Autotage und auch da wird mehr dazu kommen. Nicht nur die Autotage, sondern auch da habt ihr mehr Angebot. Die Autotage sind ja jetzt schon zum 6. Mal mit dabei bei der Free, eigene Halle. Man kann dort Autos Probe fahren. Das passt zum Konzept auch gut, weil das ist das Motto der Free, auch das Ganze auch ausprobieren können, wie das bei den SUPs ausschaut. Stand-Up-Paddlern haben wir gerade gehört. Und wir hatten im letzten Jahr zum ersten Mal mit dem Bayerischen Golfverband eine kleine Golfaktionsfläche hier auf der Free. Und es gibt dann noch eine sehr gute etablierte Golfermesse, auch für den Endverbraucher, die Golftage, die immer im MOC stattgefunden haben. Und die sind in diesem Jahr zum ersten Mal im Messegelände. Und die Golftage laufen von Freitag bis Sonntag parallel zur Free. Und das Ganze macht natürlich dann keinen Sinn, wenn es alles unterschiedliche Veranstaltungen wären. Aber wie bei den Münchner Autotagen gibt es ein Ticket, ein Free-Ticket, und man kann alle 3 Veranstaltungen besuchen, also die Münchner Autotage und auch dann die Golftage von Freitag bis Sonntag. Also das wird nochmal zusätzlich spannend. Und ihr habt euch ein Partnerland, vorher schon angesprochen, Ägypten, ausgesucht, wo die meisten, denen ich davon erzählt habe, gesagt haben, gewagt, Ägypten. Also in der öffentlichen Wahrnehmung ist das ja momentan immer noch ganz ein Rabonspiel, aber warum passt Ägypten als Partnerland für die Free? Ägypten ist ein faszinierendes Reiseland und man kann in Ägypten auch fast all das machen, was man auf der Free erlebt, auch von den Freizeitaktivitäten her. Man denke nur an den Wassersport, aber auch kulturell bietet natürlich Ägypten unglaublich vieles und eine enorme Vielfalt. Und das Schöne an der Free ist ja, dass man sich individuell beraten lassen kann. Und vielleicht entdeckt dann jemand aufs Neue oder zum allerersten Mal dieses Land für sich. Und es gibt noch einen großen Trend, dem ihr auch Rechnung tragt, nämlich das sind die Kreuzfahrten. Momentan geht alles, was irgendwie nicht laufen kann, auf Kreuzfahrt. Und auch dieser Trend wird abgedeckt. Da muss man wirklich sagen, ich sage jetzt nicht, meine Eltern sind ja schon in der Welt, wo man sagt, du gehst auf Kreuzfahrt, aber bei uns daheim
die Eltern vom Kindergarten, die gehen alle auf Kreuzfahrt, das ist unglaublich. Und ihr macht das entsprechend auch natürlich, dass ihr da ein Augenmerk drauf legt. Es gibt einen eigenen Ausstellungsbereich zu Kreuzfahrten. Was steckt dahinter? Genau, der Ausstellungsbereich heißt Free Ahoy. Und da geht es um Kreuzfahrten und generell um Reisen auf dem Wasser, also durchaus auch um Segelturns oder Hausboottrips. Aber es ist, wie du sagst, ich glaube, 2 Millionen Deutsche haben letztes Jahr eine Hochseekreuzfahrt gemacht, soweit ich weiß, und 500.000 eine Flusskreuzfahrt. Und es ist wirklich, wie du es jetzt angesprochen hast, schon generationenübergreifend. Ich habe selbst auch in der näheren Verwandtschaft sehr viele Kreuzfahrtbegeisterte und das hat mich auch im Studium begleitet. Also es gibt eine unglaubliche Vielfalt, wie sich dieses Thema entwickelt hat. Wir haben jetzt im November auf dem Kreuzfahrtkongress auch nochmal gehört, wie viele neue Schiffe wieder vom Stapel laufen werden. Und da ist ja wirklich, also sowohl für jede Generation als auch für jeden Anspruch was dabei. Also Anspruch auch vom Geldbeutel her, aber auch was ich vom kulturellen Programm oder vom Unterhaltungsprogramm an Bord erwarte. Und das ist ja ganz breit gefächert. Und die Kreuzfahrt ist aber ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt, weil sie ja nach wie vor mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Ja. Alter, teuer und so weiter, ist, glaube ich, auch im Reisebüro für den Expedienten nicht immer ganz einfach zu erklären. Und deshalb wollen wir dieses Thema auch stärker darstellen. Es werden mehr Reisen gebucht, es wird mehr danach gefragt und diesen Trend bilden wir auf der Free in einem eigenen Bereich Free Ahoy ab. Der ist mittlerweile, ich glaube, 1800 Quadratmeter groß mit einer eigenen Bühne, der Hafenbühne, wo sich die Aussteller aus dem Bereich präsentieren können, wo es auch Podiumsdiskussionen gibt zu den schönsten Destinationen, zu der Frage, was bin ich denn für ein Typ, welches passt zu mir am besten, wenn ich es noch nie gemacht habe. Gleichzeitig kann ich mich da auch von Skippern, wenn ich jetzt für Segelturns interessiert bin, beraten lassen. Turnberatung, das ist so ein Gesamtkonzept. Man kann seinen ja auch machen. Man muss ja nicht mit so einem 4000-Mann-Schiff fahren, man kann es ja anfangen. Also Free Ahoy. Neben den, wie sagt man, den Regionen auf der Messe, die neu sind oder die Trends beachten, gibt es natürlich auch die Thementage, wo jeder Tag was Eigenes bringt. Was habt ihr euch da einfallen lassen? Genau, am Mittwoch starten wir mit Free ohne Grenzen. Da geht es um barrierefreie Reise- und Freizeitgestaltung. Da präsentieren Aussteller in dem Bereich Angebote, Fernreisen für Menschen mit Behinderungen, aber auch Kanusport für Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Das ist ganz breit gefächert, was dort präsentiert wird von den Ausstellern. Am Donnerstag setzen wir unseren bewährten Thementag Free Solo fort. Da geht es, sage ich ja jedes Jahr, nicht ums Klettern, sondern um Angebote für Reisende, die alleine, also Alleinreisende und Singles. Das ist sehr gut angenommen. Da gibt es auch eine kleine Vermittlung von Freizeitpartnern. Kann man schön an der Litfaßsäule sein Besuch anpinnen an dem Tag. Und am Freitag widmen wir uns dem Thema Nachhaltigkeit unter dem Stichwort natürlich Free. Also da präsentieren Aussteller in dem Bereich Fahrradreisen, Wanderreisen, also ganz breites Spektrum, wie reise ich denn überhaupt nachhaltig, die Frage wird beantwortet. Gibt es ein eigenes Programm dafür. Also es gibt 3 große Thementage. Was sind denn überhaupt so die wichtigsten Trends? Was kann man da so sagen, Kreuzfahrt ist ein Trend, aber was ist denn so beim Urlaub an sich gefragt im Moment? Da gibt es jetzt nicht irgendwelche Brüche. Also man weiß ja, die Leute wollen immer aktiver sein, auch im Urlaub. Der reine Strandurlaub, der hat ausgedient. Was auffällt, ist, dass die Deutschen immer öfters verreisen. Hatte man noch im letzten Jahr im Durchschnitt 2,6 Urlaube gemacht, sind es jetzt schon 2,9 Urlaube, die erwartet werden für 2017. Was auch deutlich wird, man gibt noch mehr Geld aus für Urlaub. Urlaub ist also ganz, ganz wichtig und die schlägt sich dann natürlich auch in der Vielfalt wieder. Städtereisen, Kulturreisen und was die Reiseländer angeht, die Destinationen, da liegt Deutschland ganz weit vorne. Jede dritte Reise wird in Deutschland gemacht von den Deutschen. Da geht es dann vor allem nach Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern und das Ganze wird dann gefolgt von Spanien, von Italien, von Österreich, von den klassischen Urlaubsländern, von den Klassikern. Bei Bayern gehört natürlich auch Kroatien da mit an vorderster Stelle. Wandern? Natürlich, Wandern gehört auch dazu, eben das Aktivsein, etwas tun im Urlaub. Ähnlich wie bei den Kreuzfahrten, wo es auch alle Möglichkeiten gibt. Da kann man Yoga machen, da kann man Disco machen, da gibt es Heavy-Metal-Schiffe, all das, diese ganze Vielfalt, die will der Mensch auch im Urlaub erfahren. Vielleicht nicht immer in einem Urlaub, aber er macht eben
unterschiedliche. Ja. Auf der Free werden immer dann besonders die Bühnen belagert, wenn irgendwelche Prominenten angesagt sind. Da gibt es dann große Durchsagen und dann stürmt alles auf eine Bühne. Selbst beim Bayerischen Rundfunk, unsere Kameraleute wappnen sich schon immer gegen den Ansturm und halten ihr Zeug fest. Welche Prominenten kommen heuer auf die Free? Wen habt ihr eingeladen? Ja, also am Mittwoch erwarten wir Andreas Pröwe. Der hatte vor 30 Jahren einen Unfall, sitzt seitdem im Rollstuhl und ist aber ein ganz weit gereister, also ein Abenteurer. War schon in Myanmar und ist entlang des Mekong gereist, alles im Rollstuhl. Und das ist für uns sehr spannend zum Thema Free ohne Grenzen, was er da erlebt hat. Also das wird er erzählen am Mittwoch. Am Donnerstag erwarten wir die Christine Thürmer. Die hat, glaube ich, so mit Mitte, Ende 40 ihren Managerjob an den Nagel gehängt und hat sich dem Weitwandern, dem Langstreckenwandern gewidmet und ist von Mexiko bis nach Kanada hochgelaufen. Also auch ganz spannend, glaube ich. Mittlerweile zu Fuß, glaube ich, 35.000 Kilometer in den Beinen. Das ist also unvorstellbar. Ja, das muss ich gar nicht vorstellen. Und am Freitag sind wir, am Freitag kommt der Wigald Boning, genau. Der ist ja, glaube ich, 200 Nächte, Tage und Nächte durch Deutschland gereist und hat immer im Zelt geschlafen. Egal, ob es kalt war, Sommer, Winter war. Das passt natürlich super zu unserem Thema Karawanen und mobile Freizeit unserer Zeltausstellung und lustig wird sicher auch. Und dann haben wir zum Thema Wassersport am Freitag und am Samstag noch den Pascal Rösler da. Der ist ja letztes Jahr im Sommer mit seinem SUP-Board von München bis nach Wien gepaddelt, teilweise in der Lederhose unterwegs gewesen und hat für, glaube ich, drei Projekte des Bayerischen Naturschutzfonds auch Gelder eingesammelt dabei. Und hat dabei so viel Spaß gehabt, dass er diesen Sommer dann bis ins Schwarze Meer paddeln möchte. Und von seinen Abenteuern der letztes Jahr wird er am Freitag und am Samstag berichten. Bayerischer Rundfunk wird auch noch ein paar eingeladen. Und da kommt natürlich Mensch Otto, die Sendung, auch da interessante Geschichten. Eins habe ich mir herausgegriffen, weil es echt spannend ist auch. Helga Henge, kennt ihr jemand? Das ist die erste Frau, die Seven Summits erklettert hat. Die kommt am Samstag Ernst Vogt im Rucksack Radio. Also, ich habe mir gedacht, das muss ich loswerden, weil das ist echt spannend. Die schaut nämlich nicht mehr so einfach so. Aber die ist unglaublich. Das ist auch was. Wenn man die sieht, denkt man, sieht man einfach auch nicht. Aber die ist unglaublich. So, es gibt heuer auch ein Gewinnspiel. Wie viele Jahre schon? Was gibt es heuer zu gewinnen? Genau, also das ist ein Gewinnspiel, Verlosung, genau. Muss man einfach mal bei uns auf der Website schauen. Es gibt eine ganz tolle Reise auf die Seychellen zu gewinnen, 6 Nächte. Für 2 Personen gibt es aber noch andere schöne Reisepreise, auch kann man schön mit dem E-Bike fahren, auf dem Elbe-Radweg zum Beispiel oder eine Kroatien-Kreuzfahrt gewinnen. Einfach bei uns auf der Website klicken und mitmachen. Und wenn wir schon beim Preis sind, Sie haben es vorher schon angezogen, also auch die Golftage und die Autotage sind im Preis inkludiert, aber was ist der Preis? Bleibt der gleich? Steigt er wieder? Wie schaut das aus? Die Preise bleiben gleich. Also wenn ich vor Ort das Ticket kaufe, bin ich mit 10 Euro dabei. Aber natürlich haben wir wieder das Online-Ticket für 7 Euro. Habe ich jetzt dieses Jahr die Free, die Münchner Autotage und die Golftage. Und ich glaube, das ist doch ein ganz fairer Preis, um diese drei Veranstaltungen zu besuchen. Und er bleibt weiter konstant, halten wir auch fest, weil das fördert die Menschen hoffentlich und uns auch. Ich bedanke mich ganz herzlich, Barbara Müller, herzlichen Dank, Herr Pfeiffer. Und Sie stehen nachher natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Und wir schauen jetzt zu unserem Partner an die Küppen. Dankeschön. Sabach ist good morning. Sabach. Gut. Okay, wir probieren das zusammen bitte im Chor, sodass es kein Zufall war. Sabach. Gut. Also nochmal einmal noch. Komm und Sabach. Na gut, okay. Also wir machen es gut. I'm so sorry not to speak German, but I promise you I will speak next mention. Yes. So I'm very proud to be today with you. Very nice town and very nice people. So I'm very proud to be here today with you. Thank you very much for choosing Egypt, partner country this year. And I'm proud for this point. Just arrived from 2 months and to be surprised to my colleague to do everything for to get it Egypt as a partnership. Thank you again for CEO and all the workers in Free Mission. And I want to be proud again for this. And also Munich is very important to Egypt. We received a lot of tourists from Munich in Bavaria. So I would like to give you some information about Egypt. I'm not talking about Egypt as a destination because you know more than me, Egypt, yes. Just I'm talking about figures, yes. Let me see about
We have a special technique. When you just skip, get forward this wing. Just I'm talking about the Jeremy and the currents and situation currents uses moment and the currents force of light and the campaign with GWT. GWT is an advertising campaign with possibility about all the markets in Asia. And the B2C, the business to business and the business to consumer. And the cooperation with the German government because Egypt will never forget your support during the crisis. Germany is the best, believe me. Now, how can you know about how many the traffic for the riches to Egypt? Because talking about population 2015 for Germany to 82 million. But passenger who leave Germany, 85 million, for 3 million more than of population. That means about repeater, maybe two or three times in the year. Talking about where we're going to Germany, the piece of cake big in Europe country. Just talking about Africa. Africa, this place, 3.8, Egypt in Africa. Where German travel to? German stay in home, not going abroad, 30%. Mediterranean country, Egypt in Mediterranean country also, 36.8. But our share not huge, because if talking about Egypt, we'll see about next, we receive it from Germany market 2016, about 655,000. Because 2015 we received from German about more 1 million, so 35% less. We'll see the next. German accounts for expenses for foreign travel from Germany, it's a huge number, about 65 million euro expenses for German around the world. But traveling for a year and also traveling for days at least to stay in German 10 days, maybe 2 weeks in Egypt. This very important slides about 85% through tour operator and travel agents and 15 online. This is very important because Egypt tourist office has many activities to do with travel agent tour operator. This is very important. Online travel market brings monthly about 9 million euro for online, and Intellia is very famous and justified for booking through two people and the individual just one person. Talking about online also, about the consumer, about 24, and we say about 18 until 51. More 75% more. I told you before about we received in 655 and less about 35% less for 2016. But we have a good indicator here about December just 2018 more 2.2 2015. It's a good indicator about 2017 will bring back again German market to Egypt. The currency about a flight depended about flight charter and we didn't have low cost and also for regular about 110 per week. I'm just received for the schedule for the summer 2017 is good news. We received about at least 125 flights per week. But from all we can see about the next, from Hannover, Berlin, Frankfurt, everywhere, in München, sure. But most of tourists in Germany going in Hurghada and Marsala. We have a problem for the Sharm el Sheikh, for the last, for the crash. For the Russian crash 2015, and we have good news also for the last month,
remove it for Japan for flight over for German Airlines flight over Sharm el Sheikh. Now we have to remove it, we can German Airlines go to Sharm el Sheikh. I told you about GWT, this company for advertising, and also about all the market for Egypt. This multi-international company. We're talking about just we make with together the TV campaign, internet, outdoor. TV online, outdoor. Egypt, last 2 months or 3 months ago, Egypt investment more $5,000 per campaign for Egypt in Germany. Starting from September until October, we'll make a campaign for many channels TV in Germany. We expenses our investment about more $3,400,000 just for TV and online social media. Outdoor, we Frankfurt will take 25%, Munich next. About 18%. I told you from Munich, town is very important to Egypt. We have our target because last year we received 655,000. We target about 2017. Inshallah, if happen everything, 1.5 million. I hope yes. Business to business and business to consumer. I told you we Egyptian Tourist Office has many activities with our partner. Our partner, tour operator, travel agents, airlines company, and the media is our partner. We make co-market together, we expense a huge number for cooperation together, we make advertising with tour operator. This whole exhibition, we have expectations during all the year for schedule and contact with the Egyptian Tourist Authority. Contact with many organizations, DRV, QGA, we would like to make, because it's very important to Egypt now to be doing something huge for event with many organizations, like QTA, DRV for travel agent tour operator. I'm already will make a contract with many magazines like FVW and Tourist Actual. For tourist magazine, will make e-learning for how can to be sell Egypt for travel agent. The tourist cartoon. And already we make a deal with FVW, with the famous magazine for tourist magazine. We'll make in April 21 until 24 or 25. We make about 50 travel agents to go into Egypt, Luxor and Hurghada. We make a conference in Luxor. And also selection of best of the highest we'll make also is TUI already in the end of November 2017. We'll make a big about to invite about 500 travel agents going to Egypt and Hurghada.
all this activity, we would like to do it. We would like to make workshop for Munich, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, Frankfurt. This is very important about Egypt. We would like to do it, change for the image for the tourists. German tourists going to Egypt. So I would like to make many travel agents and also journalists, the media is very important to us to make a workshop together for all the cities in Germany. I told you we'd like to make it for joint campaign with tour operator and meeting with the travel agents and many celebrity and also bloggers. It's very important about bloggers we met today. I'm very lucky with the lady from bloggers. It's very important to Egypt, to be invited to Egypt. I have to do something about new flowers to here and also to do something together for bringing back the tourists again to Egypt. Like we said now, and also we'd like to make many events in Egypt about beach soccer in hosting in Egypt in golf horse traffic. Just we finished today, I think so, we finished today for the golf in Egypt, Suma Bay. And beach volleyball, we hosted in 2018, January. We'd like many campaigns with GWT for the company to make online social media out of home, the outdoor. And always we have a good cooperation with the German government. It's always to do something the best for us. It's always to be help us. So I'm grateful so much for helping. And so thank you very much about tourists. Thank you for Germany. Thank you.